sagt, er kann nichts dafür, dass er ein weißer Mann ist. Und dass alles schon so viel besser als vor 50 Jahren ist. Und dass es nicht versteht, warum's alles so aufregt, wenn er nicht richtig gendert. Und sie findet, dass er das nicht unterschätzen soll und dass Sprache auch das Denken verändert. Und dass es so viel besser sein könnte und sich alles so unnötig zieht. Und er sagt, dass er sich bemüht. Er glaubt nicht, dass es wirklich schwerer ist, als Frau an gute Jobs zu kommen. Man muss immer mehr machen als die Männer, sagt sie, und man wird so oft nicht ernst genommen. Und dass man mit keinem Typen zusammenarbeiten kann, ohne dass er dann glaubt, es ist ein Date. MeToo war schon gut, aber auch nur ein Anfang und ein paar tausend Jahre zu spät. Und allein, dass das immer noch ein Thema ist und dass sich das schon so lang so zieht. Und er sagt, dass es sich bemüht. Wenn man was nicht kann oder wenn man weint. Und wenn Rapper von Gewalt und Frauen reden, dann sagt er, ist das nicht wirklich ernst gemeint. Sie sagt, weißt du, wie oft Männer versuchen, ihre Partnerin umzubringen. Und dann kommen noch ein paar Machos her und wollen eh nicht ernst gemeint darüber singen. Und das verändert sich gar nicht und das tut so weh, dass sich das so zieht. Und er sagt, dass er sich bemüht. Dankeschön!